Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind an einem Ende der 1,2 Kilometer Güterzuglinie, wenn es denn 1,2 Kilometer werden. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, das werden wir sehen. Jetzt haben wir hier aber noch ein, zwei Sachen, die wir machen müssen. Nämlich das eine ist, ich habe gesagt, wir nehmen mehrere Züge. Das heißt nichts anderes, wie logischerweise, dass wir Ausweichgleise brauchen. Dann fehlen die Signale. Und da gab es noch eine schöne Idee, aber ich glaube, die funktioniert nicht. Nämlich, wir haben ja auf der anderen Seite da oben doch noch einen Steinbruch hingesetzt. Das habe ich vorher mal geguckt. Wenn wir hier eine Baumaterialfirma hinsetzen würden. Das geht aber nicht, das greift nicht. Guck mal. Also diese Spitzkehre lässt sozusagen nicht zu, ja, dass das verbunden wird. Man sieht es hier relativ deutlich. Ich habe auch so ein Ding schon gebaut, dann wieder abgerissen. Bringt auch nichts, wenn wir es hier hinsetzen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die Spitzkehre hat in dem Sinn keine Güterplattform. Das geht schlicht und einfach nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber stimmt natürlich im Endeffekt, wir haben noch keine Baumaterialien hergestellt. Das werden wir noch machen. Und wenn wir da oben einen Steinbruch haben in Leipzig, können wir das ja von dort aus machen. Gut, also Ausweichstrecke. Warum nicht sogar hier? Ich würde sagen, wir machen zwei Ausweichstrecken, weil es ist relativ logisch für so einen langen Zug. da brauchen wir auch ein bisschen Strecke, logischerweise. Und es macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie komplett zweigleisig zu machen. Das sehe ich nicht so, dass wir das machen müssen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wo ist hier der Bahnhof zu Ende, wo beginnt die Strecke? Man sieht schon, das ist länger, ich glaube hier. Ja, relativ deutlich zu sehen. Dann machen wir doch das Ganze mal hier. Haben wir hier 1,2 Kilometer, wenn ich das mal so ziehe? Ja, 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 doch, doch. Also bis hier vorne irgendwo mit Sicherheit. Wenn es denn eben 1,2 Kilometer sind, ich weiß es nicht. Hier können wir eigentlich auch nochmal zweigleisig durch. Dann würde ich das Ganze so machen, dass das hier dann zu Ende ist. Jetzt schauen wir uns die Strecke noch mal ein bisschen an. Wo macht es sonst noch Sinn? Und ich würde sagen, wir setzen gleich die Signale. Weil was wir haben, das haben wir. Da müssen wir uns sozusagen dann keine Sorgen, keine Gedanken mehr machen. Also einmal den hier. Da brauchen wir keine Blöcke. Am besten will nicht. Wo ist jetzt mein Gleis? Ach so, hier hinten habe ich angefangen. Das war ja schon wieder der Bahnhof. Gut, also da hätten wir die erste Ausweichstrecke gemacht. Dann würde ich ein bisschen weitergehen. Weil es stört mich nicht, wenn da auch mal ein Zug steht. Das ist eigentlich kein Problem. Jetzt muss ich aber die Linie noch haben. Das wäre vielleicht noch von Vorteil. Müsste Linie 1 sein. Wir haben sie, glaube ich, schon gemacht, oder nicht? Sag mal, wo ist denn meine Linie? Wo ist der Bahnhof? Hier unten. Da sehe ich was. Jawohl, hier haben wir die Linie 1. Wir rufen die mal auf. Zack, und folgen der mal unauffällig. Hier zweigleisig, man sieht es, das funktioniert auch. Hier können wir auch diese komische Farbe mal verbraten. Ach, das geht dann hier hinten durch. Okay. So, wie gesagt, ja, wir machen drei Ausweichmöglichkeiten. Was macht der Zug hier? Der geht hier hin. Wenn wir hier rausgehen, hier unten durch, die Brücke noch mitnehmen, den Damm mitnehmen und hier wieder reingehen. Das würde ich auch mal noch gern machen. Es gibt wahrscheinlich mehr als nur zwei Ausweichgleise, so wie es aussieht. Geht das hier so oder ist hier irgendwas drin? Nee, das geht so. Kein Problem. So, bitte unauffällig folgen. Auf, eingelesen habe ich's. Macht aber trotzdem ein bisschen rum, wie man sieht. Aber okay. Da muss natürlich auch einfach so viel berechnet werden. Hier noch von nebendran, da fährt noch was und so weiter. Das ist ganz klar. Hallo? Aber trotzdem hier vielleicht ein Gleis bauen. Dankeschön. So, einmal hier lang. Da müssen nur die 1,2 Kilometer. Ich nenne das jetzt einfach so. Das ist für mich ein Platzhalter dafür, wie lang der Zug dann ist. Die müssen wir hier eigentlich hinkriegen. Aber ihr seht schon, es macht trotzdem noch. Es gab noch ein Update tatsächlich, aber das haben sie offenbar noch nicht so richtig in den Griff gekriegt. Sehr schön, der Pfeiler weicht zurück. Das ist sehr löblich. Dann habe ich gesagt, hier oben. Dass wir hier rausgehen, das müsste auch die richtige Seite sein. Jawohl, ist es auch. Zack, ist noch nicht zweigleisig, weil richtig, hier fehlt ein Signal. Wo ist das Ding fertig? Zack, hier. Und das andere ist hier unten irgendwo. Hier kommt es rein. Also, zack, so. Und schon haben wir das auch zweigleisig. Gut, dann geht das hier lang. Hier würde ich es mal lassen. Moment, ich gehe mal hier raus, dann ist es ein bisschen performanter. Ja, das ist alles in der Höhe, das lassen wir mal. Dann haben wir doch für einen längeren Abschnitt mal kein Ausweichgleis. Das ist absolut in Ordnung. Hier schlängelt sich dann hier lang. Ich würde sagen, in Rom.
Dauert das noch ein bisschen? Da hinten ist irgendwo Rom. Oder ab hier, der Straße folgend. Hier gibt es auch ein Ausweichgleis. Ab hier kommend, einmal in die Richtung zwitschern. Dankeschön, der Autobahn folgend. Und die Länge beachten. Das ist im Prinzip das Wichtigste, weil ein Ausweichgleis, das dann zu kurz ist, das macht natürlich gar keinen Sinn. Dann stehen sich unsere Kollegen im Weg. Ja, die Brücke nehmen wir noch mit, komm. Das sieht doch fast noch cooler aus, wenn das ja zweigleisig ist. Da stand gerade kurz Bau nicht möglich, aber das hat ja dann doch geklappt. Und rausgehen wir hier, würde ich sagen. Das müsste von der Länge her dicke reichen. So, einmal so. Einmal da rein. Dann kommen wieder die Signale, logischerweise. Wir brauchen das ja reguliert. Regulier mal hier und regulier mal auf der anderen Seite. Ah, schon cool. So der Autobahn ein bisschen folgen, finde ich jetzt so verkehrt nicht. Wo fängt das an? Hier unten. Zack, einmal diesen. Und wir sehen nicht viel. Das ist irgendwie aber auch... Moment. Das ist auf der falschen Seite. Stimmt das? Jawohl, das stimmt. Moment. Man reicht mit dem Bagger. Jawohl, weg ist es. Wir brauchen das Signal ja dann schon eher hier, würde ich sagen. Und schon wird es zweigleisig. Also, zweigleisig haben wir es hier. Dann geht das hier lang. Geht hier auf die Brücken rauf. Das würde ich eingleisig lassen. Hier Rom lassen wir in dem Fall auch. Dann hätten wir hier noch einen Bereich. Nochmal mit einer Brücke. Dann geht das hier wieder der Straße entlang. Wir machen hier nochmal. Und dann sind wir eh schon in Leipzig und da hinten ist dann Feierabend. Dann haben wir doch durchaus ein paar Ausweichstrecken. Da bin ich eigentlich froh. Vielleicht vor dem Tunnel sogar. Dass wir das Tunnel eben nicht mitnehmen. Und jetzt schauen, dass wir hier nochmal ein paar Meter kriegen. Da haben wir ein Autosave. Ja, muss ich schnell warten. Da kann ich kein Gleis ziehen. Das geht aber zügig. Ist aber eh schön. Wenn es jetzt irgendwie abkachelt, das Ding... Es neigt ja zum Kacheln teilweise. Da sind so viele Mods hier drin. Ich wurde auch noch gefragt, wie viele Mods das ich habe. Ich habe praktisch wirklich alles, was es gibt. Natürlich mit ein paar Ausnahmen. Außer die Maps, die lade ich nicht alle runter, logischerweise, weil ich die nicht alle brauche. Reicht das? Von hier nach da? Ich behaupte nein. Da müssen wir die Brücke hier noch mitnehmen. Bis hierhin. Machen wir in dem Fall. Wenn es denn funktioniert. Gehen wir hier raus. Er möchte nicht. Krümmung zu groß. Nee, das halte ich für ein Gerücht. Hier muss doch ein zweites Gleis möglich sein. Jetzt. Jetzt hat es gegriffen. So, Tempo ist einmal mehr irrelevant bei einem Güterzug von so einer Länge. Da brauchen wir kein Tempo. Da brauchen wir Gewicht. Da brauchen wir Optik, würde ich behaupten. Ja, also das ist dann aber sicher ein Kilometer. Ohne größere Probleme sogar. Nehmen wir mal. Und fügen das noch bei. Und dann schauen wir noch ganz schnell hinten beim Bahnhof, ob wir dort vielleicht noch was machen. Aber dann denke ich, die können relativ gut fahren hier. Wie viele machen wir denn, wie viele Züge? Ja, wenn wir jetzt so ein Ausweichding haben, ich würde 3 Züge machen tatsächlich, damit wir immer irgendwo einen sehen. Das wäre die Idee. So, hier vorne vorm Tunnel ist dann wieder Feierabend. Das wäre hier. Schon wieder falsch. Ist es denn wahr? Hier, wie komme ich denn auf die Idee? Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, da tatsächlich irgendwie das Signal da einzustellen. Wegpunkte brauchen wir hier keine, weil das ist alles autonomes Gleis und zwar ausnahmslos. Also hier geht es dann ins Tunnel rein und hier hinten geht es dann Richtung Bahnhof. Sollen wir hier nochmal? Dann haben wir wirklich... Nee, das lassen wir. Das sind jetzt, glaube ich, wirklich 3 Ausweichstrecken. Das muss eigentlich reichen, würde ich sagen. Jetzt wollten wir von hier lang. Wisst ihr, was ich natürlich auch noch vergessen habe? Das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ein Vorschlag von euch. Mach irgendwo einen Kringel. Jetzt haben wir keinen Kringel. Moment, ich brauche die Linie nochmal. Wir folgen der nochmal kurz. Zack, einmal den hier und gucken, ob wir irgendwo Höhe abbauen müssen. Dann würde ich da tatsächlich nochmal kurz gucken. Sag mal, wo ist meine Linie? Gibt's doch nicht. Von hier? Ach, hier geht's lang. Ja, eben Höhe abbauen, dass wir dort noch irgendwie so ein Kringel einbauen können. Wir schauen mal, wenn wir nichts haben, haben wir nichts. Also dann, was erfinden in dem Sinn würde ich jetzt nicht, dass ich nochmal alles umbaue. Hier hätten wir Höhe und gehen dann so runter. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Kringel machen und dann so reingehen, das würde ich tatsächlich gerne haben. Das wäre in der Nähe von Rom, das ist dann der berühmte Römer Kringel. Wir reißen mal ab. Oder ich kann ja hier mal raus und gucken. Bevor ich irgendwas abreiße, baue ich mal Gleis. Und zwar ein Kringel. Ebenso, dass der Zug
selbst, wie soll ich sagen, ihr könnt es euch ja vorstellen, hier oben sind dann die Wagen und unten ist im Prinzip die Lok, die in die Richtung fährt. Machen wir einen großen Kringel, aber dann natürlich gerne mit einer Brücke, wenn es irgendwie geht. Sowas. Ja, ist in Ordnung. Machen wir einmal Kringel. Irgendwie so. Dann geht das irgendwie hier hin. Den könnte man natürlich sogar noch weiter kringeln. Ich lasse ihn aber mal so. Hier ist Ende Kringel. Und hier vielleicht sogar aufschütten. Stimmt denn die Höhe? Ja, von der Oberleitung her stimmt. Wie sieht das denn aus, wenn wir das aufschütten? Nee, haben jetzt nicht vom Hawker Musik. Muss ich gestehen. Nehmen wir nochmal weg. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie sieht es aus, wenn wir hier einen Damm nehmen. Ich teste es einfach mal. Das finde ich schon fast wieder besser. Das gefällt mir tatsächlich besser. Dann irgendwie hier lang. Ja klar, es macht keinen Sinn. Habt ihr recht. Aber es geht ja auch nicht darum, dass das einen Sinn hat. Es geht darum, dass das cool ist, mit dem Güterzug hier lang zu fahren. Ich würde das so machen. Und hier vorne halt ins Gleis rein. Und den Rest hier... Wisst ihr was, den lassen wir mal. Oder wir kappen den. Wir kappen da, was wir da haben. Ich baue das mal. Nehmen wir das weg. Weil da wird ja die Landschaft auch wieder zurückgestutzt. Das ist eigentlich okay. Ist ja logisch, dass die Linie jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist schon cool halt bei Transport Fever 2. Das war bei Train Fever tatsächlich anders. Wenn du hier mal so einen Hügel hattest, ja, dann hattest du den Hügel. Den musstest du dann sozusagen manuell wieder bekämpfen. Also das haben wir. Jetzt müssen wir hier noch ins Gleis rein. Kriegen wir auch noch hin. Bin ich guter Dinge. Zack, einmal den und dann ist hier auch die Fehlermeldung wieder weg. Sehr gut. Dann haben wir hier unseren Kringel. Jetzt könnte man hier natürlich noch was reinstellen. Was passt denn zu Rom noch? Das Kolosseum haben wir. Hier irgendwie eine Wohnung passt irgendwie überhaupt nicht hin. Aber irgendwie ja, eine Fabrik. Oh, eine Kirche. Lasst uns hier eine Kirche hinstellen. Und zwar eine große, würde ich sagen. Wo waren gleich nochmal die Kirchen? Irgendwo hier unten. H-I-J. K-Kirche. H-I, da sind wir erst beim I. Da sind die Kirchen. Die hier habe ich gesucht. Und zwar, logischerweise, riesig. Was ist hier wirklich groß? Das ist ein großes Teil. Jetzt haben wir wieder eine Fehlermeldung. Habe ich wieder was irgendwie? Was habe ich denn jetzt angestellt? Ja, ich glaube, das andere Teil ist fast das Beste. Oh, das ist halt so ein bisschen burgmäßig. Das gefällt mir schon auch. Ist mir aber fast zu klein. Welches war denn jetzt dieses Riesenteil? Das hier, das ist halt schon riesig. Wir machen hier mal die Kirche hin. Einmal drehen sanft und da muss ich schnell gucken, warum wir irgendwie eine Fehlermeldung haben. So, einmal Kirche. Ich würde die nicht mal groß anschließen. Aber kann ich hier noch was machen gegen den Sockel? Schauen wir schnell. Ich gehe mal in Pausenmodus, weil wenn wir dort irgendwie eine Fehlermeldung haben, ganz klar, dann sollten wir uns das auch schnell ansehen. So kriegen wir das Ganze ein bisschen organischer. Gefällt mir eigentlich eh schon. Ist eigentlich genauso, wie ich das gerne wollte. So, jetzt habe ich gesagt, nicht anschließen, aber wisst ihr was, eine Straße machen wir trotzdem, weil sonst ist das irgendwie komisch. Also einfach so eine freistehende Kirche. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Hier haben wir hier runter. Ja, dann kann man hier zur Kirche fahren. Finde ich vernünftig. Habe ich die Kurve? Jawohl. Und hier hinten haben wir ja eh eine Straße. Da haben wir eine Straße, guck mal. Oh, Baumaterial. Ja, das kann sein, dass wir dann hier demnächst diese Firma hier brauchen. Also, jetzt machen wir aber noch Folgendes. Das geht irgendwie noch hier lang. Ja, Moment. Plus, minus so. Und dann plus, minus hier rein. Dann haben wir die Kirche. Jetzt wären wir eigentlich, glaube ich, soweit fertig. Wir haben einen Kringel, wir haben Signale, wir haben Ausweichstrecken. Da könnten wir eigentlich anfangen, wenn wir jetzt nicht hier noch ein Problem hätten. Aha, wo sind wir denn hier? Wir schauen mal schnell. Ach, du hast hier gar keine Linie, Kollege. Was machst du denn hier? Der hat sich irgendwie verdattelt. Was ist mit ihm hier? Moment, müssen wir schnell so machen. Der wäre richtig soweit. Fährt denn der? Der fährt. Also der Problemkollege ist der hier. Gehen wir nochmal schnell dahin. Oder hat er die Linie? Ne, der hat sie tatsächlich nicht. Da machen wir eine ganz einfache Lösung. Und zwar folgendermaßen. Wir schnappen den hier. Fahrzeuge verwalten. Wäre er. Wir klonen den. Dann kommt er aus dem Depot raus. Und der hier.
verschwindet. Weil der gehört hier nicht hin. Also keine Ahnung, was der hier sucht, der muss sich irgendwo mal verdattelt haben. Gut, dann können wir wieder auf Play gehen. Das ist immer das Einfachste, statt den jetzt zurückzuschicken. Ob der jemals wieder seine Linie findet, das weiß man nicht. Das ist eher Zufall wahrscheinlich. Also dann lieber wirklich so klonen, dann taucht er wieder im Depot auf natürlich. Und danach kannst du, ja, dann wieder normal weiterspielen. Jetzt, ja, wir fangen in Leipzig an, würde ich vorschlagen. Wir brauchen hier ein Depot und dann kaufen wir uns den Zug. Ich würde das Depot so machen, dass wir irgendwie von hier in dieses Gleis reinkommen. Jetzt wäre es natürlich für so einen langen Zug wär's das Beste, einfach das längste Depot zu nehmen, das wir haben. Das längste Depot, das wir haben, ist das hier. Ja, das könnte passen. Wo haben wir die Gleise? Genau auf der anderen Seite. Einmal drehen. Hier an den Bauernhof ran. Ich würde das gerne so haben und dann mit dem Gleis da reingehen. Nochmal ein bisschen drehen, damit es ins Feld rankommt. Sehr gut. Dazu ein Gleis. Eins würde eigentlich reichen, jetzt haben wir aber zwei hier, das ist auch kein Drama. Moment, einmal so hier raus. Da rein. Hier machen wir den hier. Da rein. Zack, dann machen wir unsere Zwergis hin. Einfach weil wir es können. Zwergi einmal hier, Zwergi einmal da. Und dann müsste das funktionieren. Wenn das jetzt noch das richtige Gleis ist, es ist. Und der fährt dann dort zum Bahnhof. Das ist genau, was ich wollte. Sehr schön. Also, dann würde ich sagen, wir fangen an mit der Zusammenstellung des Zugs. Mit ganz vielen Lokomotiven und ganz vielen Wagen. Also, wir machen mal elektrisch. Irgendwas, was man so richtig schon mal zieht. Und wie sieht es mit dem Tempo aus? Ich würde sagen, 90 km/h. 90 km/h ist sozusagen die das Richttempo. So schnell möchte ich den Zug tatsächlich haben. Ja, ist natürlich jetzt, jetzt habe ich bei der ersten schon irgendwie die Qual der Wahl. Irgendwie sowas in der Richtung. Ne, vorne sollte was sehr Potentes sein. Ich hätte eine Idee für vorne, wenn ich die jetzt gerade finde, die Lokomotive. Hab's gleich. Ich habe sie doch schon gesehen. Wir gehen mal ein bisschen schneller rauf. Na? Ja, jetzt aber. Irgendwo warst du doch. Hier oben vielleicht sogar. Ja, da, so ein Cargo-Teil hätte ich gerne. Einmal den. Das wäre sozusagen mal Lok Nummer 1. Dann dahinter haben wir so eine Trax. Aber nicht Metronom. Und sowas. NRW hätte ich gerne. Dann hätte ich gerne noch eine dritte. Ja, halt irgendeine, die mindestens 90 macht. Guck mal, hier haben wir was, was 90 macht. Die hilft sozusagen noch aus. Und dann kommen wir zu den Wagen. Cargowagen. Warum nicht sogar mit den Zuckerwagen anfangen? Finde ich eigentlich immer eine gute Lösung. Dann haben wir hier die. Da müssen wir eigentlich auch nicht aufs Tempo achten. Sehr gut. Lass uns mal oben anfangen. Nicht, dass wir hier irgendwie die Hälfte verdatteln. Schiebeplanwagen. 120. Machen wir mal zwei hier. Wo sind wir? Bei 200 Metern. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Platz. 249. So, einfach random. Ich muss aber ungefähr gucken, ich möchte beim Drittel, das wäre bei 300, möchte ich wieder eine Lokomotive haben. 360, okay. Lokomotive, mal eine Diesellok. Gehen wir mal runter hier. Wir haben gesagt 90 km/h, da haben wir 70, 64, 120. Was ist das hier Schönes? Auch 120. Hätte ich gerne die. Okay, eine und dann wieder Wagen. Machen wir mal sowas, sowas, sowas. 420 Meter. Ihr seht, wir sind noch nicht mal in der Hälfte. Wir haben noch ein bisschen Zeit und können noch ein bisschen was machen. Ich hoffe, dass ich habe jetzt nicht bei jedem genau geguckt, aber ich glaube, die 90 machen sie schon. Ich brauche mal noch ein paar Kesselwagen, Leute. Wo haben wir denn die Kesselwagen? Oder wir nehmen mal von denen noch ein paar dazu. 517. Jetzt sind wir bei 300, bei irgendwie plus minus 600 käme dann wieder eine Lokomotive für meinen Geschmack. 90, passt. Jetzt habe ich aber wieder ein Bremserhäuschen drin, sehe ich das richtig? Machen die mal nochmal weg und gucken. Einmal den, den, dann ihn gerne. Jawohl, haben wir. Dann sind wir bei 570 Metern. Ja, da kommen zwei solche. 629, da kommt wieder eine Lok.
Sollen wir noch eine Dampflok dazu nehmen? Dann haben wir so eine auch noch. Irgendwie eine potente Dampflok, die sicher 90 km/h macht. Die BR1. 140. Jawohl, ich brauche hier eine Dampflok drin. Wir nehmen die noch dazu. 653, wir gehen wieder zu Cargo. Wir sind hierbei ausgezeichnet, wie man sieht. Also wir können hier ohne Probleme noch weitere Wagen dazu machen. Oh, 80, nee, disqualifiziert. Sozusagen. Was haben wir denn noch nicht? Wir haben jetzt eigentlich fast alles ein bisschen. 100. Oder fehlt irgendwie explizit was Spezielles? Nein. Ja, Rungenwagen fehlen ein bisschen. Aber die Rungenwagen sind halt wieder leer, wenn sie nichts transportieren. Das ist ein bisschen das Kreuz. Also Tragkollegen. Was ist das hier? Italian Generic Infrastrukturwagen. Die Milchwagen. Ach komm. Milchwagen brauchen wir auch, definitiv. So, 800 Metern. Und dann würde ich sagen, bei... Was haben wir jetzt? Bei 0, bei 300, bei knapp 600. Bei 900 gibt es nochmal eine Lok. Und dann kommen die Wagen, die restlichen, hinten ran. Sowas noch. Gehen wir mal ruf. Und schauen. 100. Okay, dann haben wir hier noch sowas. Auch 100. Nehmen wir die noch. Was habe ich gesagt? Bei 900. Das wäre plus minus fast jetzt schon. Nein, nicht mit Bremserhaus. Das lassen wir. Nehmen wir dich noch dazu. So, dann haben wir 920. Dann hätte ich gerne nochmal irgendwie... Ja, so eine Rangierlok. Irgendwie sowas in der Richtung. Allerdings, logischerweise... Ja, mit 90 km/h. Also du, gleich mal in Doppeltraktion. Oder wir machen hier eine andere Farbe. Dann sind wir bei 950 Metern. Haben wir die schon? Ja, ich glaube schon. Teil von den... Ach, die hier haben wir. Wir machen hier noch so einen hier rein. 981. Ich würde sagen so... Ja, 200 Meter machen wir noch. Schotterwagen. Nein, zu langsam tatsächlich. Ja, das Autosave ist okay. Da haben wir im Moment sowieso gerade, oder wir müssen da sowieso gerade nichts machen. Mit Handbremse, wow. So, jetzt dahinter, vielleicht irgendwie dann doch noch ein paar schwere Containerwagen. Irgendwie sowas, jawohl, 160. Sind die beladen? Drei Wagen. Machen wir mal so einen noch hin. 1,105 haben wir jetzt. Okay, es geht voran. Ja, noch mal ein bisschen durchgucken. Auch 100 ist in Ordnung. Ja, jetzt sind wir bald bei 1,2. Jetzt würde ich dahinter tatsächlich nochmal irgendwie gerne zwei Lokomotiven haben. Die hier auch nochmal ein bisschen helfen. Wir sind bei ausgezeichnet, das heißt, die stemmen diese Last problemlos, die Lokomotiven, die wir haben. Aber ist doch cool, wenn da jetzt nochmal was mitfährt. Was bist du für ein Kollege? 100. Ja, AE47, wunderbar. Und... Sozusagen am Schluss hängt dann... Was hängt denn am Schluss noch Schönes? Dann haben wir es nämlich. Nee, das ist für mich nicht unbedingt eine Cargo-Lok, da die BR-103. Fährt ja eh schon. Sowas, 120. Jawohl, dann haben wir es. Guck mal, 1,256 Meter. Und davon haben wir gesagt, drei Stück. Das kann sein, dass es jetzt ein Momentchen rechnen muss. Wir schauen mal. Und es kann natürlich... Achso, wenn ich dann zuweise. Ich muss die Linie noch benennen. Mal gucken. Und es kann sein, dass hier Wagen dabei sind, die keine Textur haben. Das Problem kennen wir. Dann würden wir die einfach wieder austauschen. Das ist ja kein Problem. So, ich hatte recht damit, dass da gerechnet werden muss. Warum, weiß ich gar nicht. Rechnet es da die Wagen auch noch aus? Oder rechnet es... Im Prinzip reicht es auch, wenn sie die vorderste Lok nehmen, um die Strecke sozusagen zu berechnen. Die Linie wollte ich noch benennen. Das ist eigentlich relativ logisch. 1,2 km Güterzug. Moment, das können wir aber anders machen. Das muss nicht groß geschrieben sein. Wir gehen natürlich gleich gucken. Der ist ja noch unterwegs da drin. 1,2 km Güterzug. Oder wir machen es anders. Weil wenn wir die Linie suchen, dann suche ich nicht nach 1,2 km, sondern nach Güterzug. So, das müsste passen. Haben wir? Sehr gut. Und guck mal, gut getimed. Da kommt unser langer Güterzug. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, wir fahren ein paar Meter, fahren wir jetzt mal noch mit, würde ich vorstellen. Wobei ich weiß jetzt nicht, wie lange es geht, bis der hier tatsächlich aus dem Depot rauskommt. Da möchte ich nicht zu viel versprechen. Oh, schön, ich liebe es.
Das ist halt so ein Güterzug, ja, nach amerikanischem Vorbild natürlich im Endeffekt. Da sind die Güterzüge teilweise so lang. Hier in Europa eher nicht. Aber einfach cool. Ja, da kommt tatsächlich noch ein Regio daher. Der hat aber ein eigenes Gleis hier zum Flughafen. Also der stört uns mit Sicherheit nicht. So, einmal den hier nochmal. Ja, machen wir mal die Perspektive. Guck mal, haben wir wieder Modelleisenbahn. Sagen wir mal so, als Modelleisenbahn würde der Zug ein paar Euro kosten. Wenn man weiß, was so eine Lok kostet oder alleine so ein Wagen hier. Ja, das geht dann schon ins Geld. Ganz klar. Ja, ich habe gesagt, wir fahren noch mit. Ihr seht, das kleine Problem, in Anführungs- und Schlusszeichen, das wir haben, das dauert ein Momentchen, bis der hier raus ist. Oh, schön. Ich würde mal sagen, das hier ist wahrscheinlich die Lokomotive bei 300 Metern. Ja, das könnte gut hinkommen. Das heißt, hier hinten kommen nochmal 700 Meter. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Wisst ihr, was ich natürlich machen könnte? Ist das okay? Ich mache mal ein bisschen schneller. Wir sehen die Wagen ja trotzdem. Ja, das ist doch okay so. Weil so können wir tatsächlich noch ein, zwei Meter mitfahren. Hallöchen, Dampflok. Salü, salü. Ja, gehört irgendwie dazu. Weiß auch nicht. Brauchen wir einfach. Die Milchwagen, die hier daherkommen. Sehr schön. Dann wären wir jetzt, glaube ich, bei 600 Metern gewesen. Jawohl, dann wären das die 900 wahrscheinlich. Das heißt, jetzt haben wir noch 300. Oh, wie sieht das aus da hinten? Ne, ist noch nicht mein Bahnhof drin. Das passt also mit dem Depot, so wie wir es gemacht haben. Ja, wenn jetzt die Lokomotiven... Ja, hier ist der Schluss. Sehr gut, dann kann ich hier mit dem Tempo wieder zurück. Und dann haben wir wieder ein Güterzugtempo. Wunderbar. Wenn wir jetzt mal von oben gucken. Hier ist das Ende. Hier vorne ist der Anfang. Ja, ich würde sagen, ein stattlicher Zug. Da bleiben keine Fragen mehr offen. Das ist tatsächlich... Und ich glaube, wir haben tatsächlich bei jedem Wagen eine Textur. Also da habe ich jetzt gar nichts gesehen, was irgendwie bläulich wäre im Sinne dessen, dass wir keine Textur haben. Da, der geht immer noch weiter. Ich weiß das noch aus früheren Staffeln, das haben wir ja schon mal gemacht. Das haben wir, glaube ich, sogar bei Tränenfieber auch schon mal gemacht mit diesem... Ne, da ging es, glaube ich, noch nicht, weil wir die Bahnhöfe nicht hatten. Glaube ich zumindest, bin ich nicht mehr sicher. Aber bei Transportfieber 2 haben wir es schon mal gemacht und ich liebe es einfach, dieses einfach Endlose. Also irgendwie, wenn du am Bahnübergang stehst, ja, du kannst problemlos noch einkaufen gehen. Kannst das Auto aber vor dem Bahnübergang stehen lassen, kein Problem. Weil das ist einfach so ein langes Teil. So, wir lassen den mal nochmal hier durchrasseln. Und wenn er dann hinten angekommen ist, würde ich sagen, steigen wir ein. Ja, und dann fahren wir mal noch die ersten paar Meter, fahren wir sicher mal mit. Würde ich vorschlagen. Die anderen Züge... Ja, das... Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Gut, wir kriegen eine Fehlermeldung, wenn die anderen Züge aus dem Depot fahren. Aber das scheint zu klappen, dass uns da nicht die Strecke blockieren. Aber wir haben hier bei der Spitzkehre selber, glaube ich, tatsächlich auch ein Signal drin. Ja, sobald er dreht, geht die Reise los. Er hat gedreht, die Reise geht los. Wir steigen ein und genießen die Mitfahrt. Jawohl, guck mal unten. Wir können alles transportieren, ganz logisch. Wir haben dermaßen viele verschiedene Wagen. Das ist klar, dass wir alles transportieren können. Hat man auch selten, so diese Anzeige unten. So, und jetzt freue ich mich auf die Strecke. Allerdings, ich muss sagen, ich glaube, wir kriegen nicht die ganze Strecke hin. Wobei, die Frage ist halt, wie lang dauert das? Wir haben natürlich jetzt nicht unbedingt massiv Tempo, das ist ganz klar. Brauchen wir aber auch nicht. Und ich würde hier vielleicht sogar... Ne, jetzt wollte ich gerade sagen, ich würde davon absehen, hier aufs Dach zu steigen. Allerdings, die Strecke hat natürlich schon auch ein paar Höhepunkte dahingehend. Das sieht dann relativ gut aus natürlich, wenn wir da auf dem Dach sitzen. Also ich würde es tatsächlich trotzdem so machen. Ja, sehr schön. Jetzt müsste hier eigentlich der Kollege stehen da vorne. Jawohl, das tut er auch. Der lässt uns aber frei fahren. Das finde ich sehr entgegenkommend von ihm. So, mal den hier. Mit dem Zuckerwagen. Ja, da hinten wartet der Kollege. Da sehen wir ihn. Und hinter ihm ist ja nochmal einer. Der möchte auch auf die Piste. Der muss jetzt ein bisschen Geduld haben. Ach, Führerstand. Moment, das könnten wir uns natürlich auch noch ansehen. Ja, der ist ordentlich in der Lok. Das wusste ich aber auch. Bei dieser Cargo-Lok, das sieht tatsächlich relativ gut aus. Okay, mal ein bisschen aufs Dach. Mal ein paar Meter so mitfahren.
Oh, was ich... Ja, wobei, wenn jetzt der Zug entgegenkommt, das ist natürlich auch nett. Aber ich wollte eigentlich den hier mal noch machen. Achtung, Cam, Schwenk. Und hier ein bisschen runter, genau. Und dann... Ja, man sieht halt das Ende nicht. Das war aber abzusehen. Dass wir das Ende von dem Zug so schnell nicht sehen. Das ist eigentlich logisch. Bahnübergang. Auch nett. Oben noch ein Flugzeug. Das fliegt nach Leipzig rein, mit Sicherheit. Ganz klar. Und wir düsen mal Richtung, ja, im Prinzip Heisenberg City runter. Können wir ja gucken, was wir da sehen vom Städtchen. Weiß ich jetzt so natürlich nicht. Ab ins Tunnel. Ja, jetzt haben wir natürlich genau wieder den Stromabnehmer im Gesicht. Ja, wenn ich weiter nach vorne gehe, dann sehen wir von der Lokomotive gar nichts mehr. Dann machen wir es ein bisschen so, würde ich sagen. So, zumindest bei diesen Abschnitten. Hier im Tunnel macht es keinen Sinn, wenn ich die Kamera rausdrehe. Dann sind wir irgendwo in der Wand drin, irgendwo im Berg drin. Das ist natürlich auch nicht, sagen wir mal, zielführend. Also gleich mal gar nicht. So, wo kommen wir raus? Aha, hier. Okay, sagt mir jetzt nicht viel, aber in Ordnung. Ach, das ist die erste Ausweichstrecke. Genau. Und dann geht es da runter und dann haben wir da hinten eine Silhouette. Hier folgen wir der Straße. Auch sehr nett. Wir gucken nochmal den ganzen Zug. Das ist auch wieder ein Deutsch. Wir gucken nochmal den ganzen Zug, genau. Guck mal den Zug. Ah, cool. Wie er sich da schlängelt und der Straße entlang fährt. Sehr nett. Und hat auch wirklich dieses vermeintliche Krokodil da hinten noch, das kein Krokodil ist. Das sieht halt auch stark aus. Ja gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, lasst uns hier pausieren. Wir werden morgen die Reststrecke mitfahren. Das heißt, die richtige Mitfahrt, die gibt es eigentlich morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir hier einsteigen und die Strecke zu Ende fahren. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich mal. Tschüss!